Wir sind beim fünften Thema, aber beim sechsten Termin. Das Thema Gründung haben wir nur kurz angesprochen, nämlich in der letzten Veranstaltung. Wenn Sie die Vorlesungsgliederung sich angucken, sind wir also jetzt beim fünften Termin, der eigentlich letzte Woche sein sollte. Das heißt, wir müssen jetzt etwas schneller arbeiten, aber nicht so schnell, dass Sie nichts verstehen können. Wenn Sie also etwas nicht verstehen, unterbrechen Sie mich notfalls mitten im Satz, damit wir das auf jeden Fall klären. Ich mache es ja nicht für mich, denn das können Sie auch schneller zu Hause nachlesen, sondern ich mache das nur für Sie. Also haben wir einen kurzen Plan. Ja, wir fangen an mit dem Thema, was ist überhaupt ein Kapitalmarkt? Was ein Markt ist, kann sich jeder grob vorstellen. Nicht nur der Wochenmarkt, sondern auch der Markt im volkswirtschaftlichen Sinne, der Austausch von Leistungen und Geld. Was ist ein Kapitalmarkt? Nun, grundsätzlich der Markt zur Finanzierung von Unternehmungen. Woraus besteht der? Nun, erstmal aus dem Markt für Kredite, dem Kreditmarkt, und andererseits aus dem Markt für Eigenkapital, dem Anteilsmarkt. Man unterscheidet zudem den organisierten Markt, das kennen Sie, das nennt sich Börse, und den grauen Kapitalmarkt, den nicht organisierten Markt. Was ist der Unterschied? An der Börse gibt es eine staatlich beaufsichtigte Einrichtung, nämlich die Börse, an der die Wertpapiere gehandelt werden, und die beaufsichtigt, dass die dort gehandelten Unternehmen auch bestimmte Regeln einhalten. Wenn dagegen jemand auf Sie zukommt und sagt, ey, willst du mal eine Aktie kaufen? Gibt es diese unmittelbare staatliche Aufsicht nicht, obwohl die Kapitalmarktregeln zum Teil auch diesen grauen Kapitalmarkt erfassen. Also dieses typische per E-Mail, wollen Sie nicht 1 Million Aktien kaufen, ist in Europa nicht zulässig. Der Kapitalmarkt ist ein Markt, der nur um Geld geht, um Anteile geht. Das heißt, es ist ein Markt, den man relativ schwer greifen kann. Wenn Sie eine Wurst kaufen, dann können Sie gucken, ob die schmeckt oder nicht. Wenn Sie eine Aktie kaufen, haben Sie ein praktisches Problem, weil ob die Aktie was wert ist oder nicht, zeigt sich erst dann, wenn sie Dividende abwirft oder Sie die Aktie verkaufen können. Die Theorie dahinter ist allerdings eine recht plausible. Wir sagen, die Unternehmen, die am meisten mit dem Geld anfangen können, sollen es bekommen. Was ist damit gemeint? Es gibt Menschen, die können mit Geld gut umgehen. Und es gibt Menschen, die können mit Geld schlecht umgehen. Und nicht jeder, der viel Geld hat, kann mit seinem Geld auch gut umgehen. Also soll es sein Geld jemandem geben, der das vermehrt. Und dann hat man ein wunderbares Matching. Der eine will sein Geld anlegen und Gewinne machen und der andere braucht Geld und sucht Anleger. Und die kommen zusammen und am Ende kriegen die Leute das Geld, die am meisten damit machen können. Also eine relativ triviale Theorie. Sie kennen aber vielleicht auch Mark Twain, unten rechts abgebildet, der gesagt hat, der Oktober ist ein besonders gefährlicher Monat, um Aktien zu werben. Die anderen Monate sind Juli, Januar, April, September, November, Mai, März, Juni, Dezember, August und Februar. Sagen Sie, wo ist die Pointe bei diesem Zitat? Zählen Sie mal 12 Monate durch und gucken Sie, in welchem Monat können Sie Aktien kaufen? Und die Antwort lautet, gar nicht. Die Volkswirte sagen, der Kapitalmarkt ist die beste Erfindung seit dem geschnittenen Brot. Warum? Weil die Anleger wollen den höchsten Gewinn machen und den höchsten Gewinn machen sie nur dann, wenn sie investieren in Unternehmen, die ihrerseits hohen Gewinn machen. Das heißt, durch die Investition wird auch der Produktmarkt mit optimalen Produkten zum optimalen Preis befriedigt. Ein Unternehmen, was schlecht läuft, wird keine Investoren anlocken. Sie kaufen keine Aktien von Unternehmen, was keinen Gewinn macht. Also kriegen die kein Geld, also gehen die ein. Also kriegen nur Unternehmen, die gewinnorientiert sind, ihr Vermögen und alle sind glücklich. Ja? Klar die Theorie? Warum funktioniert das nicht? Sie haben vielleicht mitgekriegt, wir hatten einen Crash. Der neue Markt ist zusammengebrochen vor 10 Jahren. Warum funktioniert dieses Modell nicht? Ganz einfach,
weil es verdammt schwer zu prognostizieren ist. Sie können nicht sagen, was ein sinnvolles Unternehmen ist. Vor 10 Jahren sah die Welt noch anders aus als heute. Da dachte man, die Zukunft läge im Internet und alles, was im Internet ist, ist toll. Internet-Pizza-Bestellung, Internet-Tauschbörse für Musik, das sei die Zukunft. Das hat sich alles nicht bewahrheitet. Um noch ein bisschen mehr Vokabular zu machen, man unterscheidet den Primärmarkt und den Sekundärmarkt. Der Primärmarkt ist der, den wir schon bisher ein paar Mal angesprochen haben, nämlich ein Unternehmen verkauft seine eigenen Anteile, seine eigenen Aktien. Sie haben also die Bayer AG, die bringt neue Aktien auf den Markt. Der Sekundärmarkt ist der Markt, der uns bisher nicht so interessiert hat und der uns auch nicht interessieren wird. Sie haben Aktien gekauft von Bayer und verkaufen diese Aktien. Also Sie verkaufen Aktien an einem Drittunternehmen und jemand kauft von Ihnen Aktien. Dann sind weder Sie Bayer noch der Käufer ist Bayer. Es sind einfach zwei Privatmenschen, die über Aktien verfügen. Wo liegt das Problem? Beim Primärmarkt ist es so, wenn die Bayer AG bei der Ausgabe der Aktien gelogen hat, können Sie gegenüber der Bayer AG Ansprüche geltend machen. Das heißt gegenüber denjenigen, der getäuscht hat. Wenn Sie Aktien von Frau Müller kaufen, die weder die Bayer AG ist, noch weiß, ob die Bayer AG wahrheitsgemäß informiert, haben Sie ein praktisches Problem beim Schadensersatz. Weil die hat nie gelogen. Gelogen hat ein Dritter und mit dem haben Sie keine Vertragsbeziehung. Von dem haben Sie weder gekauft, noch haben Sie an den verkauft. Ja, auch das ist noch nicht so schwierig. Auf dem Kapitalmarkt agieren normalerweise keine Privatmenschen. Sie kaufen normalerweise nicht selber an der Börse, sondern Sie haben an der Börse jemanden, der für Sie tätig ist. Entweder Sie kaufen einen Fondsanteil, der Fonds bündelt verschiedene Anleger, oder Sie haben zumindest eine Bank, die für Sie als Makler agiert und für Sie die Anteile erwirbt. Selber treten Sie an der Börse nicht auf und sagen dann, ich will 100 Aktien kaufen, weil die Börse normalerweise kein Privatgeschäft ist. Ansonsten haben wir ein ganz normales Angebot-Nachfragesystem. Die einen wollen Geld, die anderen geben Geld. Gesellschaftsrechtlich interessant ist, dass auf dem Kapitalmarkt Aktien gehandelt werden. Aktien sind Mitgliedschaften, das heißt Stimmrecht, Dividendenrecht, Recht am Anteil bei Auflösung. Das Stimmrecht kann ausgeschlossen sein. Sie haben zum Beispiel sogenannte Vorzugsaktien. Vorzugsaktie klingt nett, weil man bevorzugt wird, aber der Vorzug bezieht sich nur aufs Geld. Sie kriegen also mehr Geld, einen Vorzug, haben dafür aber keine Möglichkeit abzustimmen. Sie können also zur Hauptversammlung fahren, können da frühstücken, Mittagessen und Abendessen, können die Werbegeschenke einkassieren. Sie dürfen sogar aufstehen, eine Rede halten und die anderen Aktionäre mitreißen oder langweilen, je nachdem. Aber Sie dürfen nicht abstimmen. Wenn es um Entscheidungen geht, haben Sie kein Stimmrecht. Und als Ausgleich für das fehlende Stimmrecht kriegen Sie halt besonderes Geld. Und jetzt kommt die ökonomische Frage, die interessiert. Was meinen Sie, hat den höheren Börsenkurs? Aktien mit Vorzug, also extra Geld, oder Aktien mit Stimmrecht, die beim Geld nachrangig behandelt werden, die aber abstimmen dürfen? Also der einzige Unterschied ist, die dürfen stimmen, die anderen kriegen Geld. Wofür zahlen Sie mehr? Ja, der Kollege sagt, es würde naheliegen, dass die Vorzugsaktie zu einem höheren Kurs gehandelt wird, denn da kriege ich ja mehr raus jedes Jahr, das heißt, sie hat einen höheren Return on Investment, würde man sagen. Also müsste die zu einem höheren Kurs gehandelt werden. Glauben Sie, dass das so ist? Hat er recht? Also Stimmrecht nützt mir ja nichts, wenn ich 0,001% der Stimmen habe. Selbst wenn ich 1% der Stimmen habe, habe ich ja nichts davon. Da kann ich zwar abstimmen, aber die Stimme geht halt unter. Meinen Sie, dass das so ist? Dass Vorzugsaktien grundsätzlich zu einem höheren Kurs gehandelt werden als stimmbezogene Aktien? Vielleicht kommt es darauf
Ja, wenn Sie hören, dass das Unternehmen übernommen werden soll, ist es in der Tat so, dass dann eine Kontrollprämie aufgezahlt wird, dann ist die Aktie deutlich mehr wert. Aber das ist relativ selten, dass sozusagen eine Übernahme droht. Das heißt, das wäre eine Ausnahmesituation. Überraschenderweise ist es so, dass Stimmrechtsaktien immer mehr wert sind als Vorzugsaktien. Der Grund dafür ist, dass man darauf spekuliert, dass irgendwann mal in ferner Zukunft eine Übernahmesituation auftreten kann und dadurch diese Aktie einen Kontrollaufpreis hat. Macht kostet Geld. Ja? Nicht nur schicke Anzüge, sondern auch Stimmrechtsaktien. Das heißt, allein die Möglichkeit, mitreden zu können, wird vom Markt höher bewertet als die Berechtigung an Geld und Brötchen. Also Vorzugsaktien werden vom Markt nicht so angenommen wie Stimmrechtsaktien. Da gibt der Markt sozusagen weniger her, weil man sagt, die werden nicht so schnell hin und her getauscht. Dann gibt es auf dem Markt aber nicht nur Aktien, sondern auch Anleihen. Anleihen kennen Sie vielleicht auch von Staatsanleihen. Ja, also Sie können da Griechenland-Anleihen kaufen, sehr gut verzinst. Anleihen sind ein Anspruch gegen das Unternehmen. Im Grunde nichts anderes als ein Darlehen und Sie haben ein Wertpapier, wo das draufsteht. Und diesen Anspruch können Sie übertragen, indem Sie das Wertpapier übertragen. Meistens haben Sie noch weitere Rechte, Sie kriegen zum Beispiel Zinsen oder auch einen gewinnanteilsbezogenen Anteil. Und es gibt sogenannte Wandelschuldverschreibungen, wo die Möglichkeit besteht, das Ganze in eine Aktie umzuwandeln. Das heißt, Sie können aus Fremdkapital Eigenkapital machen. Das wird an der Börse alles so gehandelt. Ich habe Ihnen schon gesagt, so eine Aktie ist ein bisschen unhandlich. Also wenn Sie ein Stück Kreide haben, dann können Sie es durchbrechen und können gucken, ob es hält. Sie können drauf kauen und gucken, ob es schmeckt. Bei einer Aktie können Sie das alles nicht. Deshalb nennt man Aktien auch Vertrauensgüter. Aktien sind so ähnlich wie Religion. Wenn Sie sich für eine Religion entscheiden, dann hoffen Sie darauf, dass Sie im Jenseits mal belohnt werden. Es hat aber noch keinen Zeugen gegeben, der gesagt hat, wenn Sie mal sterben, werden Sie belohnt, weil wenn man tot ist, kommt man nicht wieder zurück. Das heißt, man hofft auf die Zukunft und genauso ist es bei Aktien. Sie kaufen heute die Aktie, weil Sie wissen, vor einem Jahr haben die guten Gewinn gemacht. Und Sie hoffen darauf, dass Sie nächstes Jahr wieder Gewinn machen. Das heißt, es ist ein reines Prinzip Hoffnung. Das hat drei weitere Folgen. Die erste Folge ist, Sie können nicht unmittelbar überprüfen, ob das, wofür Sie bezahlt haben, den Preis wert ist. Sie wissen das, wenn es sich amortisiert hat, das heißt, wenn Sie genug Dividende haben, um den Kaufpreis wieder zu rechnen. Also Sie rechnen dann Kaufpreis und Marktzins und gucken, ob, wenn Sie das Geld fest angelegt hätten, Sie mehr Geld verdient hätten in der Zeit als mit der Aktie. Sie können das auch nicht kurzfristig validieren, denn es dauert mehrere Jahre. Und Sie können es auch nicht recherchieren. Das heißt, Sie müssen sich darauf verlassen, dass die Informationen, die Sie in der Zeitung lesen oder die irgendwelche Analysten rausgeben, wahr sind. Sie haben keine Möglichkeit, selber herauszufinden, ob die Bayer-Aktie was wert ist. Wenn Sie einen GmbH-Anteil kaufen, können Sie eine Due Diligence durchführen. Das heißt, Sie gehen da rein und gucken sich jede Akte im Unternehmen an, ob da irgendwelche Leichen drin schlafen. Wenn Sie eine Aktie von Bayer kaufen, können Sie nicht mal eben bei Bayer reinmarschieren und sagen, ich gucke mir mal eure Akten an. Das heißt, Sie haben sehr, sehr schlechte Informationen und Sie hoffen darauf, dass das alles stimmt. Ja? Aktien gleich Prinzip Hoffnung. Gut. Jetzt sind Sie schon alle verwirrt. Die These ist, ein idealer Kapitalmarkt würde dazu führen, dass alles die gleichen Zinsen gibt. Egal ob Darlehen oder Aktien. Es müsste immer der gleiche Zinssatz rauskommen. Was macht einen vollkommenen Kapitalmarkt aus? Alle Güter sind austauschbar. Sowohl aus Sicht des Unternehmens ist es austauschbar Darlehen oder Aktie, als aus Sicht des Kunden ist es egal, ob eine Aktie erwirbt oder eine Anleihe erwirbt. Die Erwartungen müssen homogen sein, das heißt, alle Kunden müssen erwarten, dass bestimmte Sachen rentabel sind oder nicht rentabel sind. Es darf keine Kapazitätsgrenzen geben, das heißt, ein Unternehmen, was gut läuft, muss unbegrenzt Aktien produzieren können. Das heißt, immer wieder Kapitalerhöhung, weiter ausbauen,
Und der Markt muss schnell reagieren. Das heißt, der Markt muss sofort auf eine neue Information reagieren. Das heißt, die Leute tauschen dann Aktie gegen Darlehen oder Aktie von Unternehmen A gegen Aktie von Unternehmen B. Und zwar in Sekundenschnelle. Sobald die Information da ist, wird getauscht. Wenn Sie diese vier Voraussetzungen erfüllen, das heißt, die Produkte sind austauschbar, die Erwartungen sind einheitlich, es können unbegrenzt Anteile und Aktien produziert werden und der Markt kann auf Änderungen sofort reagieren, dann werden alle Dividenden und alle Zinsen auf den gleichen Level fallen oder steigen. Warum? Weil die Leute würden sofort wechseln auf das Produkt, was den besseren Zins gibt. Das heißt, alle Produkte, die einen schlechteren Zins geben, würden vom Markt verschwinden. Ganz trivial. Jetzt sehen wir alle, die Aktien geben sehr unterschiedliche Dividende. Das sehen wir relativ offensichtlich. Es gibt Anlagen, die gut sind und Anlagen, die schlecht sind. Also wissen wir, wir haben keinen vollkommenen Markt. Also lautet die Frage, an welchen der vier Merkmale scheitert es? Und die Antwort lautet, an jedem der vier. Keines der vier Merkmale liegt vor. Das heißt, dieses Modell des vollkommenen Kapitalmarkts ist immer das Rechenmodell, an dem man alles ausrichten kann. Aber Sie müssen sich vor Augen führen, dieses Modell ist in keinem einzigen Punkt realitätsgetreu. Es ist nicht mal eine Vereinfachung, es ist eine reine Fiktion. Wenn der Kapitalmarkt aber eben so völlig unvollkommen ist, stellen wir uns die Frage, wieso gibt es den überhaupt noch? Wir haben in der Geschichte etliche Börsencrashs erlebt. Ja? Die Börse ist dafür bekannt, dass ab und zu mal irgendwelche Banker vom Dach springen oder schwarzer Freitag kommt oder sonst irgendwas Schlimmes. Warum hat dieses Kapitalmarktmodell überlebt? Die Antwort lautet grundsätzlich aus den trivialsten ökonomischen Erwägungen. Erstens, weil Angebot und Nachfrage grundsätzlich koordiniert werden. Wenn also ein Unternehmen zu viele Aktien ausgibt, kriegt es keinen vernünftigen Kurs mehr dafür. Also verhindert es das Unternehmen zu viele Aktien ausgeben. Umgekehrt verhindert es aber auch, dass eine ungedeckte Nachfrage an Aktien bleibt, weil wenn die Leute bereit sind, Geld anzulegen, wird irgendjemand denen auch was anbieten. Das heißt, ein offener Kapitalmarkt bewirkt, Angebot und Nachfrage werden sich irgendwie decken. Das heißt, wir haben automatisch eine immanente Geldverteilungsmaschine, die dafür sorgt, Geld wird irgendwo hingewiesen. Das zweite große Moment ist, Kapitalmärkte führen zu Transparenz. Wenn Aktien gehandelt werden, will jeder möglichst viele Informationen haben, um schlauer zu sein als die anderen. Wir haben einen Wettlauf um die besten Informationen. Diese Informationen sickern aber durch und dadurch können große Unternehmen nicht so viel verheimlichen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, was börsennotiert sind, haben Sie es schwerer, Sachen zu verheimlichen, als wenn Sie eine kleine Klitsche sind mit einer GmbH und zwei Gesellschaftern. Weil die Augen der Öffentlichkeit liegen auf Ihnen. Unabhängig von gesetzlichen Pflichten, der Kapitalmarkt zwingt Sie dazu, Informationen bekannt zu geben, sonst springen Ihre Anleger ab. Das heißt, es verhindert eine Übermacht der Industrie. Dann dieses Moment, was ich eben schon gesagt habe, der Kapitalmarkt führt dazu, dass die Leute Geld bekommen, die es am meisten verdienen. Was meine ich damit? Wenn Sie ein Unternehmen haben, was total viel Verwaltungsapparat hat, wo Sie nur noch das Gehalt des Vorstandsvorsitzenden zahlen als Aktionär, da werden Sie nicht investieren, weil Sie kriegen nicht mehr genug Dividende, das Geld geht nämlich an den Vorstand. Sie investieren in das Unternehmen, was Ihnen langfristig die beste Dividende liefert, das heißt, was eine schlanke Verwaltung hat. Sie können sich mal angucken, den Film Wall Street mit Michael Douglas, schlechter Film, aber also juristisch völlig desaströs. Sie müssen mal darauf achten, überlegen Sie mal hinterher, wer sich da strafbar gemacht hat und wer nicht, dann werden Sie feststellen, es ist der Falsche verhaftet worden. Aber unabhängig davon. Ja, also Michael Douglas, der nämlich sagt, Greed is good, und die These dahinter ist folgendes, ganz trivial, wenn ein Unternehmen schlampig geführt worden ist, dann kommt der böse Heuschrecke, kauft das und verscherbelt dann die Vermögenswerte. Weil irgendwann mal sind die Grundstücke und Maschinen mehr wert, als das, was Unternehmen an Rendite bringt. Das heißt, durch den Verkauf der Gegenstände kriegen sie mehr Geld raus. Das heißt, sie haben ein immanentes Interesse daran, vernünftig zu arbeiten, weil sonst werden sie gefressen von den Heuschrecken. Und das ist ein System, was dafür sorgt, dass ineffiziente Unternehmen vom Markt verschwinden
Und das ist wiederum gut für Sie als Kunden, weil Unternehmen, die aufwendig produzieren, bieten ihre Produkte aus einem höheren Preis an. Und diesen Preis müssen Sie nicht zahlen, weil diese Unternehmen pleite gehen. Schlanke und effiziente Unternehmen überleben, ineffiziente und fette Unternehmen sterben. So ist das im Leben. Ja, und last but not least, der Kapitalmarkt sorgt für eine gewisse Gleichbehandlung, was wieder mit der Transparenz zu tun hat. Alle Teilnehmer des Kapitalmarktes haben zumindest die gleichen Chancen, Gewinn zu machen. Sie stehen nicht schlechter da als der millionenschwere Investmentfonds. Sie haben die gleichen Chancen, auf Ihre Einlage Riesengewinne zu machen, wenn Sie schlau sind. Sie brauchen nicht sozusagen einen Riesenapparat. Wenn Sie schlau sind, schaffen Sie das auch. Und das ist wieder demokratisch, das ist auch wieder gut. Und es sorgt natürlich auch wieder dafür, dass keine Machtpositionen sich verfestigen können. Ein generelles Problem der Volkswirtschaftslehre ist immer, wenn sich Machtpositionen verfestigen, dann sorgt das für Ineffizienzen. Das haben wir hier nicht. Warum nutzt man den Kapitalmarkt? Um Kredite zu refinanzieren. Wenn Sie einen Kredit vergeben, müssen Sie irgendwie das Geld wieder reinkriegen. Sie können sich einen weiteren Kredit aufnehmen, aber das geht irgendwann nicht mehr, wenn Sie Strafzinsen zahlen müssen. Sie erinnern sich, wenn man eine schlechte wirtschaftliche Lage hat, lohnt es sich nicht mehr, Kredite aufzunehmen. Also haben Sie hier die Möglichkeit, mit 0% Zinsen Geld aufzunehmen und das weiter zu verleihen. Sie können weiterhin Risiken absichern. Wenn Sie nicht wissen, ob Ihnen Verluste drohen, können Sie mal Aktien ausgeben und diese Aktien können Sie verstreuen. Dann hat jeder irgendwie 0,00001% des Risikos und das ist tragbar. Wenn das Risiko 100 Milliarden beträgt, davon 0,00001% kann man noch finanzieren, mehr wäre schlecht. Ja, das ist auch sehr schön. Die These ist, die Gläubiger selber haben ein Informationsdefizit. Das haben wir vor 2 Wochen besprochen. Gläubiger haben ein Informationsdefizit, wenn sie Sachen ausverhandeln, sind sie schlecht informiert. Sie können sich aber darauf verlassen, dass die Aktionäre vorher gründlich geprüft haben, ob das Unternehmen solvent ist. Und solange das Unternehmen an der Börse notiert ist, können Sie sich auf die Informationen an der Börse verlassen. Die Börseninformation schützt also die Gläubiger, denn die Börseninformation ist allgemein zugänglich und wenn das Unternehmen schlecht wäre, wäre es schon lange nicht mehr an der Börse. So die These. Die Amerikaner haben das ins Extrem getrieben. Es gibt in Amerika kein offenes Handelsregister. Sie können also in Amerika nicht gucken, wie viel Gewinn oder Verlust die Gesellschaft gemacht hat, weil es keine Jahresabschlüsse gibt, die offengelegt werden. Sie können nicht mal gucken, ob es das Unternehmen überhaupt gibt, weil dazu müssten Sie dann beim zuständigen Ministerium in Delaware nachfragen und die sagen Ihnen, warum willst du das wissen, dann müssen die es begründen. Das geht also nicht mal ebenso. Die Amerikaner verlassen sich fast ausschließlich darauf, dass der Markt, also die Gläubiger, informiert werden über den Kapitalmarkt. Eine schlichte, wie soll man sagen, positive Nebenauswirkung. Und dann gibt es noch diese tolle Aussage, Sunlight is said to be the best of disinfectants, electric light the most efficient policeman. Was soll das bedeuten, fragen Sie sich. Das Zitat stammt aus dem Buch Other People's Money and How the Bankers Use It. Die Überlegung dahinter ist folgendes, man könnte jedes Unternehmen staatlich überwachen. Man könnte also, so ähnlich wie bei Restaurants, das Gesundheitsamt vorbeischicken, so könnte man das Aktienamt vorbeischicken, was mal guckt, ob denn dann auch alles ordentlich läuft. Die Steuerbehörden machen das auch, wir haben eine Steuerfahne und die guckt ab und zu mal, aber das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Stattdessen verlassen wir uns darauf, dass Privatleute vernünftig kontrollieren, was in den großen Unternehmen passiert. Und warum können die das? Weil sie haben das Recht, Aktien zu kaufen oder nicht. Wenn das Unternehmen sagt, wir verraten nichts, alles was wir machen ist geheim, dann wird niemand diese Aktien kaufen. Also zwingt der Kapitalmarkt dazu, Informationen offenzulegen. Und wenn die Informationen offengelegt sind, dann kann man auch gucken, ob sie stimmen oder nicht. Und Sie kennen das vielleicht, im Dunkeln ist gut munkeln. Das ist jetzt das genaue Gegenteil. Wenn alles, was ich mache, ohnehin an die Öffentlichkeit gezerrt wird, weil es diese
geldgeilen Aktionäre an der Börse gibt. Weil das so ist, habe ich keine Chance, böse Sachen zu treiben. Dass das nicht klappt, wissen Sie auch alle. Sie haben es VW gerade gesehen. Also auch VW ist börsennotiert und trotz aller Börsennotierungen haben die Unfug getrieben. Aber es hat zumindest eine gewisse Chance. Es ist leichter, Informationen über börsennotierte Unternehmen zu finden, als über andere. So, das zum allgemein Abstrakten. Kommen wir zu was Schwierigerem. Das hier soll Ihnen veranschaulichen, das Anlagerisiko. Wie soll das aussehen? Die These ist, wenn Sie Aktien kaufen, sollten Sie sich ein Aktienportfolio bilden. Warum? Wenn Sie sich nur VW-Aktien kaufen und VW läuft schlecht, dann ist auf einmal Ihr Geld weg. Klar? Also Sie kaufen 10.000 VW-Aktien für jeweils 100 Euro. Das heißt, Sie haben 1 Million Euro in VW investiert. Jetzt sinkt die VW-Aktie auf 50 Euro. Dann haben Sie 500.000 Euro verloren. Wie können Sie dieses Risiko vermeiden? Ganz einfach, indem Sie sich ein vernünftiges Portfolio machen. Sie kaufen sich nicht nur VW, sondern Sie kaufen sich auch Daimler und Toyota und was auch immer noch. Sie kaufen sich verschiedene Aktien. Das hat Folgendes zur Folge. Sie tragen immer noch das systembedingte Risiko. Woher kommt das systembedingte Risiko? Ganz einfach, Eurokrise oder Fukushima. Das betrifft dann nicht nur ein Unternehmen, das betrifft einfach den ganzen Markt. Die ganze Börse bricht zusammen. Das können Sie nicht ausschließen, außer Sie legen Ihr ganzes Geld unter das Kopfkissen. Das heißt, das systematische Risiko, das systembedingte Risiko lässt sich nicht ausschließen. Aber je mehr verschiedene Anlagen Sie haben, desto geringer wird die Gefahr, dass eine Ihrer Anlagen wegen nur dieser Anlage betreffenden Probleme ausfällt. Klar? Wenn VW ein Problem hat, ist es wahrscheinlich, dass dann irgendwelche anderen Aktien steigen. Weil Leute sagen, dann kaufen wir halt Toyota. Das heißt, der Verlust von VW ist der Gewinn von Toyota. Ja? Das heißt, wenn Sie ganz viele verschiedene Aktien haben, wird es irgendwann dazu kommen, dass diese Kurven sich schneiden. Das wird irgendwann parallel laufen. Wenn wir diese Kurve unendlich weiterziehen, dann wird irgendwann das gesamte Marktrisiko bei Ihnen liegen. Das heißt, Sie haben irgendwann keine Chance mehr, Gewinne zu machen, weil die Leute wechseln von Daimler nach VW. Da Sie aber eh beides haben, ist es für Sie ein Nullsummenspiel. Nicht verstanden? Passen Sie auf. Sie haben Aktien. Ja? Sagen wir, auf dem Markt gibt es nur drei verschiedene Aktien. 1, 2, 3. Das ist so wie DDR-Markt. Es gibt nur drei verschiedene Aktien. Mehr Unternehmen gibt es nicht. Wenn Sie nur Aktien von Unternehmen 1 haben und Unternehmen 1 hat einen Kurs, der sinkt, ja, dann bedeutet das, dass die Leute, die Aktien von Unternehmen 1 haben, verkaufen. Denn nur dann sinkt der Kurs. Der Kurs sinkt, wenn Leute verkaufen und keine Käufer mehr zum alten Preis kriegen, dann gehen die mit dem Preis runter. Das heißt, die Leute wollen aussteigen. Jetzt haben die Leute aber, die ausgestiegen sind, Geld zu viel. Also müssen die das Geld irgendwo anlegen. Also muss entweder Unternehmen 2 steigen oder Unternehmen 3 steigen. Einer von den dreien wird steigen. Also wenn das Unternehmen hochgeht, dann geht hier Unternehmen 2 hoch. Und der bleibt konstant. Wenn Sie von allen Unternehmen jetzt genau ein Drittel der Aktien haben, ein Drittel hier, ein Drittel da und ein Drittel da, dann haben Sie den Verlust hier, der durch den Gewinn da wieder aufgefangen wird. Das heißt, es wird genau auf Null rauskommen. Ja, weil der ändert sich nicht. Also wenn Sie von jedem Unternehmen, was irgendwo in der Welt börsennotiert ist, genau eine Aktie haben, haben Sie genau das gesamte Marktrisiko. Das lohnt sich für Sie aber nicht, weil Sie können auch keinen Gewinn machen mit der Methode. Sie würden immer auf Null bleiben. Sie würden nie einen Verkaufsgewinn machen können, weil es würde immer der Verlust bei dem einen durch den Gewinn bei dem anderen wieder aufgefangen. Deshalb ist die zu breite Streuung auch unattraktiv. Eine triviale Erkenntnis, wo aber schlaue Leute sich viele Gedanken darüber gemacht haben. Ja, dieses brillante Schaubild erklärt Ihnen das nochmal. Die Rendite der Anlage J
setzt sich zusammen aus dem unsystematischen Risiko, das heißt dem Risiko, was nur dieser einen Aktie innewohnt, plus dem Risiko aus der Gesamtmarktentwicklung, plus einem Zufallsfaktor, der sich dadurch ergibt, dass manchmal Sachen einfach fehlbewertet werden, weil Leute irrational handeln. Die Idee ist aber, dass dieses Epsilon so klein ist, dass es keine Rolle spielt. Epsilon ist immer klein. Können Sie sich merken, Mathematik, Epsilon können Sie vergessen. Gut, haben Sie zu dieser hochabstrakten Erkenntnis, dass Kapitalmärkte eine tolle Sache sind, Fragen? Ich sehe die Begeisterung förmlich hier so. Yes, jetzt nochmal schnell Aktien kaufen, Daytrading, Sie können noch einsteigen. Dann kommen wir jetzt zum ersten Zwischenschritt. Der erste Zwischenschritt ist Informationen. Ich habe Ihnen gesagt, Aktien, da muss man dran glauben, weil Aktien kann man nicht fühlen, prüfen oder ähnliches. Also brauchen Sie Informationen und wo kriegen Sie die her? Ganz einfach, Sie kriegen die Informationen von Analysten und aus der Presse. Und die Presse kriegt ja auch wieder von Analysten. Also insoweit, Sie verlassen sich darauf, dass irgendjemand Ihnen was sagt. Diese Informationen haben aber einen großen Nachteil. Informationen beziehen sich immer auf die Vergangenheit. Niemand kann Ihnen die Zukunft vorhersagen, außer irgendwie die Frauen auf dem Jahrmarkt mit ihrer Kristallkugel. Deshalb ist es so, selbst wenn Sie sich total gründlich informieren, Sie lesen jeden Artikel, Sie lesen die komplette Unternehmensgeschichte, Sie prüfen alle Jahresabschlüsse, Sie haben sich über alles informiert, selbst dann besteht immer noch die Chance, dass Ihre Aktien weniger wert sind, als Sie dafür bezahlt haben. Denken Sie an VW. Niemand konnte ahnen, dass die Autos bauen, die nicht so umweltfreundlich sind, wie behauptet. Wobei, ich habe ja gelesen, die EU wusste es schon vorher und hat dann einen Leak in die USA gemacht, damit die Amerikaner das verfolgen. Das ist ein Problem für den Kapitalmarkt, weil Menschen, die enttäuscht sind, verlassen den Kapitalmarkt. Das können Sie immer dann sehen, wenn es einen Börsencrash gibt, dann ist auf einmal weniger Geld zur Verfügung. Wenn ich jetzt hier ein Unternehmen gründen wollte und sage, ich habe was Besseres als Facebook erfunden, bräuchte ich Geld, vor 20 Jahren wäre das kein Problem gewesen. Also so 99, 98 hätte ich hingehen können und sagen können, ich habe eine Idee, ich will das mit Internet machen. Dann sagen Leute, wie viele Millionen brauchst du? Ja? Das waren die Zeiten damals. Wenn ich heute sage, ich mache was mit Internet, sagen die, ja, schwierig. Da gibt es aber einige schon. Weil die Leute sind nicht mehr so bereit, ihr Geld zu investieren. Die sind alle enttäuscht, nachdem es einmal vor die Wand gefahren ist. In 20, 30 Jahren können sie es wieder abziehen, dann können sie sagen, es gibt was Neues, es gibt jetzt Chips, um im Gehirn implantieren, da können dann Leute mit verlocken. Heute schlecht. Das ist ein großes volkswirtschaftliches Problem. Denn wenn die Leute ihr Geld nicht mehr im Kapitalmarkt investieren, haben sie es auf dem Bankkonto liegen und auf dem Bankkonto fehlt es der Wirtschaft. Sie sehen das Problem momentan, gerade die Deutschen, die ihr Geld nicht investieren. Und Sie sehen auch, es gibt momentan keine Zinsen, wenn Sie Geld auf die Bank bringen. Das heißt, der zusammengebrochene Kapitalmarkt ist ein Problem. Informationen sind das Lebensblut des Kapitalmarkts, denn, ich habe Ihnen eben schon gesagt, nur die Unternehmen, die wirklich wertvoll sind, sollen Geld bekommen. Also Unternehmen, die mit ihrem Geld was Gutes machen können. Sie wollen nicht, dass der Vorstand einen neuen Dienstwagen kriegt, sondern sie wollen, dass die Produkte verkaufen und sie dadurch mehr Geld kriegen. Das ist ihr Ziel. Dafür geben sie denen das Geld. Und um zu wissen, ob die es machen, müssen die Informationen haben. Und Sie wollen mit Ihrem minimalen Investment möglichst viel Rendite. Sie wollen 10 Euro abgeben und 100 Euro zurückkriegen. Das ist Ihr Ziel. Das gibt es manchmal per E-Mail, Sie kennen das. Ich bin der Präsident von Mumbai und ich brauche dringend Geld. Ich gebe Ihnen dringend Geld auf Ihr Konto. Geben Sie mal kurz Ihr Kontodaten. Ich überweise Ihnen dann 10 Millionen. 5 sind für Sie und 5 sind für mich. Das kommt öfter mal. Können Sie mal gucken in Ihren E-Mails. Das ist Rendite. Und das geht nur, wenn Sie Informationen haben. Weil, wenn Sie keine Informationen haben, ist das für Sie unseriös. Das ist so, als ob ich jetzt sagen würde, jeder, der bei mir die Klausur schreibt, kriegt mindestens 14 Punkte.
dann würden Sie sagen, das ist unseriös, das kann ich nicht glauben. Das können Sie jetzt nicht glauben, weil dann können Sie auch eine leere Seite abgeben und 14 Punkte dafür kriegen. Das wäre ja irgendwie unsinnig. Da hätte ich ja schon allein ein Problem. Also diese Aussage ist unglaubwürdig. Sie brauchen genug Informationen. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Jahr die Klausur durchführe und in der Tat der Schnitt bei 13,5 liegen würde, dann wüsste die nächste Generation, oh, da gehe ich hin, weil der gibt gute Noten. Sie haben Pech gehabt, weil Sie haben diese Tatsachenbasis nicht. Das ist Spekulationseffizienz. Je mehr Informationen Sie haben, desto leichter fällt Ihnen die Entscheidung. Oder die Leute, die bei mir mündliche Prüfung haben, die gehen dann hier hin und stellen fest, es gibt kein Protokoll von mir und schon fallen sie auf die Nase und denken sich, Mist. Das ist Spekulationseffizienz. Um das Ganze noch ein bisschen zu verstehen, gibt es diesen Market for Lemons. Das hat nichts zu tun mit Zitronen, sondern es hat was zu tun mit, soll man sagen, Automöhrchen. Sie sehen dieses tolle Auto da im Hintergrund. Und dieser Volkswirt hat einen Artikel geschrieben, der hieß The Market for Lemons und hat einen Nobelpreis gekriegt für diese brillante Erkenntnis. Wo Sie jetzt alle staunen werden, wie trivial das ist. Fangen wir mit der einfachen Aussage an. Wenn wir Gebrauchtwagenhändler haben und die Gebrauchtwagenhändler wollen Autos verkaufen, dann wollen die Gebrauchtwagenhändler Ihnen Schrottautos andrehen und dafür gutes Geld kriegen. Das ist weltweit so, Sie kennen das im deutschen Recht. Geht es immer um Gebrauchtwagenhändler, die arglistig nicht täuschen nach 123 oder blöde Beschaffenheitsangaben machen. Die Gebrauchtwagenhändler gelten international als die suspektesten Typen überhaupt. Und jetzt hat er überlegt, was kann man da tun? Und die erste Überlegung ist, wir machen eine gesetzliche Pflicht. Der Gebrauchtwagenhändler muss vollständig und lückenlos informieren über das Auto. Er muss alles sagen. Also quasi so eine Art Prospekt. 500 Seiten, da steht alles über das Auto drin. Jede Schramme, die da jemals irgendwo an der Seite sein könnte, jede Zigarette, die drin geraucht worden ist, minutiös aufgeführt, alles. Was ist das Problem? Das Problem ist, diese Dinger kosten Schweinegeld. Wenn also für jeden Gebrauchtwagen ein Prospekt mit 500 Seiten angefertigt werden müsste, den müsste auch jemand bezahlen. Dann kostet ein Gebrauchtwagen aber genauso viel wie ein Neuwagen, dann bricht der Gebrauchtwagenmarkt allein wegen des Preises zusammen. Gleichzeitig sorgt es aber auch dafür, dass Sie schlampig werden, weil Sie sehen diesen 500-Seiten-Prospekt und sagen, ach ja, wenn was Schlechtes drin wäre, dann würde das Ding eh nicht verkaufen, weil der hat ja 500 Seiten dazu geschrieben. Das heißt, Sie gucken noch nicht mal rein in die 500 Seiten. Sie kennen dieses Phänomen vom Kleingedruckten bei den AGB. Man liest das nicht mehr. Das heißt, diese 500 Seiten wären völlig nutzlos. Die würden produziert, würden Kosten verursachen und sie würden trotzdem ihren Schrottwagen haben und sich hinterher ärgern. Ergebnis, der Preis steigt und die Qualität sinkt. Kein gutes Ergebnis, ja? Jedem klar. Plan B. Wir sagen, der Verkäufer darf gar nichts sagen, weder positiv noch negativ. Er hat eine Schweigepflicht. Ein Schweigegelübde wie so ein Mönch. Warum sollte man das tun? Ganz einfach, weil der Käufer dann sich nicht auf nichts verlassen kann. Der Käufer weiß, der Gebrauchtwagenhändler darf mir gar nichts sagen, also kann ich auf dessen Wort nicht verlassen. Also wird der Käufer mit einem Sachverständigen hinkommen, wenn er das Auto kauft. Das heißt, er wird sich irgendwie einen Kfz-Mechaniker holen, der mit ihm die Autos anguckt. Das klingt auf den ersten Blick ganz gut. Es hat aber für den Verkäufer den großen Nachteil, er wird nicht mehr den vollen Kaufpreis kriegen. Weil der Käufer wird sagen, weil du mir ja nicht sagen darfst, brauche ich keinen Fachhandel mehr, das heißt, deine Fachkompetenz ist eigentlich irrelevant und ich möchte gerne meinen Sachverständigen, den ich mitgebracht habe, von dir ersetzt haben. Insoweit, als ich sage, das ist ein Preisnachlass. Ich habe ja selber geprüft, also 500 Euro weniger. Das ist für den Gebrauchtwagenhändler sehr schlecht. Gleichzeitig hat der Gebrauchtwagenhändler bei dieser Lösung das Problem, dass er keinen Anreiz hat, bessere Qualität zu liefern. Warum nicht? Weil, wenn es nicht auffliegt, hat er ja Glück gehabt. Er durfte ja eh nichts sagen. Das heißt, er kann nur hoffen, dass der Käufer einen schlechten Sachverständigen hat oder dass der Käufer sozusagen schlampig arbeitet. Das heißt, diese Methode sorgt für sehr ineffiziente Ergebnisse. Es senkt die Preise,
aber es sorgt auch dafür, dass die Qualität eher mies ist. Modell 3. Wir machen eine Rechtsordnung, die sagt, der Verkäufer kann sagen, was er will. Es gibt keinerlei staatliche Kontrolle dessen, was gesagt wird. Und das ist das Kernelement dieser Überlegung. Was passiert dann, wenn wir sagen, wenn der Verkäufer lügt, passiert ihm nichts? Und die relativ triviale Erkenntnis ist, wenn ich nicht weiß, ob das, was der sagt, Wahrheit oder Lüge ist, kann er es auch gleich sein lassen. Das heißt, dieses Wahrheit- oder Lüge-Modell führt exakt zum gleichen Ergebnis, wie ich sage, er sagt gar nichts. Wenn ich mich nicht auf das verlassen kann, was er sagt, ist die Information nichts wert, hat einen objektiven Wert von Null. Dieses System führt sogar zu noch schlechteren Ergebnissen als das Modell mit du darfst gar nichts sagen, weil die ehrlichen Gebrauchtwagenverkäufer dadurch benachteiligt werden. Der ehrlich die Qualitätsangaben macht, hat Aufwand getrieben, er hat mit ihm geredet, das ihm Zeit kostet, er hat die Information in Erfahrung gebracht, was ihm wieder Geld gekostet hat, und sie glauben ihm nicht. Warum nicht? Weil er ja lügen dürfte. Er könnte ja lügen. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, dass ich Qualität durchsetzen kann. Qualität ist nichts wert. Also werden Sie bei jedem sagen, der behauptet das war, könnte aber gelogen sein, also unterstellen wir, dass es unwahr ist. Das sorgt dafür, dass er nicht den Preis kriegen kann, den er haben will, weil der Käufer immer noch seinen Sachverständigen mitbringt, den er bezahlt haben will, und dass es auch keinen Grund gibt dafür, gut zu beraten, weil jeder Rat ihm ja sozusagen im Mund herumgedreht wird und gesagt wird, du lügst doch eh. Also die Kernaussage hier ist, ein System, was nicht die Lüge hart bestraft, wird dafür sorgen, dass keiner mehr was sagt. In einem System, wo Lügen nicht bestraft werden, werden die Leute schweigen und Qualität wird den Bach runtergehen. Dafür gibt es einen Nobelpreis, sehen Sie? Ich könnte einen Nobelpreis kriegen, weil ich jetzt diese These hergeleitet habe. Deshalb, das Idealmodell hier besteht darin, wir müssen ein System haben, was schlicht sagt, jeder darf sagen, was er will, aber wer lügt, der wird total streng bestraft. Der kommt ins Gefängnis und wird verprügelt und kommt nie mehr raus. Ein solches System sorgt dafür, dass der Käufer sich auf die Informationen verlässt und nur dann einen Sachverständigen hinzuzieht, wenn die ihm nicht ausreichen, was wiederum dafür sorgt, dass der Verkäufer die Informationen gibt, die für den Käufer relevant sind und so das Kostenrisiko gerecht verteilt wird. Und der ehrliche Gebrauchtwagenverkäufer kann sich dadurch abgrenzen, dass er viele Informationen hergibt, während der Unehrliche wenige Informationen gibt und dadurch von vornherein offensichtlich wird, dass er ein Schwein ist. Klar? Dafür gibt es einen Nobelpreis. Wenn Sie das verstanden haben, kriegen Sie alle einen Nobelpreis, dann... Ja, unglaublich, diese These. So, was hat das jetzt mit unseren Aktien zu tun, fragen Sie sich. Warum rede ich hier die ganze Zeit über Gebrauchtwagen und nicht über Aktien? Wer kriegt diesen brillanten Transfer hin? Warum haben wir bei Aktien ein ähnliches Problem wie bei Gebrauchtwagen? Und warum ist das hier sozusagen zentral für das Kapitalmarktrecht, dass man dieses Problem verstanden hat? Ja, bitte. Ja, weil wir keine zuverlässige Information über das Unternehmen haben, außer von denen das Unternehmen, also das Unternehmen leitet. Exakt. Wir können uns nur dadurch über das Unternehmen informieren, dass das Unternehmen selber Informationen herausgibt. Denn Dritte haben keine Möglichkeit, das Unternehmen zu überprüfen. Das heißt, das Unternehmen selber muss informieren. Das Unternehmen hat aber einen hohen Anreiz, falsch zu informieren. Denn es liegt ja auf der Hand, wenn Sie so tun und sagen, es ist alles gut und bei uns, wir werden riesige Gewinne machen nächstes Jahr, dass es für Sie besser ist, als wenn Sie sagen, ich weiß nicht, also ob wir nächstes Jahr noch überleben, wissen wir nicht so ganz. Denn Sie wollen ja neues Geld akquirieren. Sie sagen, Sie brauchen 10 Millionen, um zu expandieren. Und wenn Sie dann sagen, ob wir nächstes Jahr noch überleben, wissen wir nicht, dann finden Sie keine Investoren. Das heißt, der Anreiz zur Unwahrheit ist extrem hoch. Das andere Problem ist, bei den Autos kann man gucken, ob es ein Unfallwagen war oder nicht. Bei den Aktien kann man hinterher immer noch sagen, ja, damit haben wir jetzt nicht gerechnet.
Das konnten wir noch nicht informieren. Wir wussten nicht, dass es Atomkatastrophen in Fukushima gab. Wir wussten nicht, dass es hier Bankencrash gibt. Wir wussten von nichts. Das heißt, Sie können es immer auf später eintretende Umstände schieben. Das heißt, die Kausalitätsdarstellung wird sehr, sehr schwer, dass Sie sagen, Information war damals schon falsch. Ja, das hatten wir schon. Das hier ist ein weiterer Nobelpreisträger. Sie sehen, hier kriegt jeder Nobelpreis. Das ist Wirtschaftswissenschaften. Da können Sie noch was bewegen, da kann man Nobelpreise gewinnen. Und dieser Mensch hat eine einfache These aufgestellt. Nämlich, der Markt kann nicht langfristig geschlagen werden. Ja? Sie können nicht mehr Geld machen als der Marktdurchschnitt. Langfristig. Wie kommt er zu dieser These? Die These fängt an damit, dass Sie sagen, wir haben drei Arten von Informationseffizienz, die denkbar sind. Die schwache Informationseffizienz bedeutet, der aktuelle oder die künftige Kursentwicklung hat nichts mit der Vergangenheit zu tun. Das heißt, bei schwacher Informationseffizienz würde das bedeuten, egal wie viele Informationen Sie haben keine Chance zu prognostizieren, wie die Aktie morgen stehen wird. Sie können alles wissen, Sie können der Chef des Unternehmens sein, Sie haben keine Chance zu wissen, was morgen rauskommt. Random Walk bedeutet, es ist reiner Zufall. Was eine Aktie morgen ist, ist Zufall. Dass das nicht der Fall ist, sehen Sie relativ offensichtlich. Das heißt, die Vergangenheitsinformationen sind drin, aber die sind irrelevant, weil die Gegenwartsinformationen fehlen. Das wäre sozusagen, der Aktienkurs ändert sich spontan und unvorhersehbar. Das ist nachweislich nicht der Fall. Da haben Leute Studien durchgeführt, das gibt es nicht. Stattdessen bewegen wir uns auf einer Stufe mittelstarker Informationseffizienz. Was bedeutet das? Wenn Sie den Börsenkurs von VW sich heute angucken, enthält dieser Kurs alle Informationen, die derzeit irgendwo öffentlich zugänglich sind. Das heißt, Sie müssen nicht die Originalinformation kennen, Sie wissen, die VW-Aktie ist so viel wert, wie sie gehandelt wird. Die Aktie ist nicht mehr wert und auch nicht weniger wert, sie ist genauso viel wert, wie der Preis, für den sie gehandelt wird. Und starke Informationseffizienz liegt dann vor, wenn sogar Informationen, die dem Markt gar nicht verfügbar sind, im Preis enthalten sind. Das heißt, der Markt hat hellseherische Fähigkeiten, der weiß also mehr als die Presse. Die These von Farmer ist, dass man sozusagen Situationen haben kann, wo die Geheiminformationen mit im Preis drin sind. Wie kann das passieren? Erstens natürlich durch Insiderhandel. Wenn der Vorstand selber Aktien kauft und verkauft, wird er die Information, die nur er kennt, auch berücksichtigen. Er wird verkaufen, wenn er weiß, es wird morgen schlecht gehen. Das heißt, Insiderhandel bewirkt, dass Informationen in den Markt kommen, die als Tatsache noch gar nicht bekannt sind. Die beeinflussen den Preis, ohne dass ich die Grundlage der Preisbeeinflussung kenne. Die zweite Sache ist, auch Nicht-Insider haben manchmal eine Beobachtung, die sie sozusagen einpreisen können. Sie können also die Folge sehen, die kennen die Ursache aber noch nicht. Sie sehen, VW stellt weniger Autos her, warum wissen wir nicht, aber wir machen schon in den Preis rein. Obwohl es eine nicht öffentliche Information ist, können die Informationen schon berücksichtigen. Alle empirischen Untersuchungen haben gesagt, es gibt keine stark effizienten Märkte. Das heißt, diese Tatsache hat sich nie empirisch beweisen lassen, dass Insiderinformationen mit im Preis drin sind. Ganz im Gegenteil, wir haben starke Beweise, dass es nicht so ist, nämlich immer dann, wenn eine Aktie ganz schnell steigt oder fällt und zwar in sehr kurzer Zeit der Kurs sich radikal entwickelt. Wenn es so wäre, dass wir starke Informationseffizienz hätten, müssten die Kurse sich relativ langsam entwickeln. Das ist nicht der Fall, also spricht was dagegen. Gut, jetzt sind Sie alle verwirrt. Was ist die Pointe bei der ganzen Sache? Die Pointe erkläre ich Ihnen jetzt. Die Amerikaner haben daraus einen Kausalitätsbeweis entwickelt. Wie funktioniert das? Die Prämisse ist, der Kapitalmarkt, also die Börse, ist
mindestens mittelstark effizient. Ja, das bedeutet, der Preis enthält alle öffentlich zugänglichen Informationen. Das heißt auch, wenn eine Fehlinformation auf dem Markt ist, weil also ein Unternehmen gelogen hat, dann enthält der Preis auch diese Lüge. Der Preis enthält wahre und unwahre Informationen. Der Preis enthält einfach alles. Wenn also eine Aktie für 100 gehandelt wird, dann bedeuten diese 100, dass die Informationen, die auf dem Markt verfügbar sind, besagen, die ist 100 wert. Eine Aktie ist so viel wert, wie für sie gehandelt, wie für sie bezahlt wird. Dritte Prämisse, die Anleger wollen nicht zu einem falschen Preis kaufen. Auch das kann man unstreitig behaupten. Wenn eine Aktie 100 Euro wert ist und sie zahlen 120 Euro dafür, kommen sie sich irgendwie übers Ohr gehauen vor. Ja, wenn sie eine Jeans kaufen und da steht drauf 200 Euro Sonderangebot, und sie finden hinterher heraus, der übliche Preis liegt bei 100 Euro, dann fühlen sie sich übers Ohr gehauen. Und genauso, wenn sie eine Aktie kaufen, wo sie davon ausgehen, die ist 100 wert und in Wirklichkeit ist sie nur 80 wert. Jetzt, warum ist ein Kausalitätsbeweis? Das kann ich Ihnen ganz einfach illustrieren. Stellen wir uns vor, Sie sind Aktionär. Ja, Sie stehen hier und Sie sitzen zu Hause und überlegen sich, was mache ich mit meinen Geldstapeln, die ich hier so liegen habe. Sie haben hier ganz viel Geld, was mache ich damit? Und Sie gehen dann zur Börse und kaufen dafür eine Aktie. Jetzt stellt sich heraus, der Vorstand der AG hat gelogen. Der hat gelogen. Dadurch wurde der Kurs der Aktie hochgehalten. Der Aktienkurs lief so, und wenn der Vorstand von vornherein die Wahrheit gesagt hätte, wäre der gelaufen so. Ja? Sie haben dummerweise gekauft hier. Normalerweise müssten Sie jetzt nachweisen, Sie haben nur gekauft, weil Sie dem geglaubt haben. Das heißt, Sie müssten positiv Kausalität beweisen, so wie bei 123 BGB, der hat gelogen und deshalb habe ich die Aktie gekauft. Diesen Beweis können Sie aber normalerweise nicht führen, weil Sie mit dem nie gesprochen haben. Sie haben mit dem nie geredet. Und da Sie die Tageszeitung gelesen haben, wo die Pressemitteilung drin stand, wo darüber gerichtet wird, können Sie auch nicht beweisen. Das heißt, diese Kausalität, Sie haben die Aktie nur gekauft, weil der gelogen hat, ist objektiv nicht möglich. Weil Sie das nicht beweisen können, kriegen Sie Ihr Geld nicht zurück. Das heißt, Sie sind der Dumme. Ja? Sie sind arm dran, weil Sie Ihr Geld nicht zurückkriegen. Die Amerikaner sagen, Sie müssen gar nicht darauf vertrauen, was der gesagt hat. Sie müssen nur darauf vertrauen, dass dieser Preis hier der wirkliche Preis ist. Das heißt, allein das Vertrauen, dass der Preis hier richtig ist, reicht, um die Kausalität der Täuschung nachzuweisen. Denn die Täuschung beeinflusst den Preis, der Preis beeinflusst den Kaufentschluss. Also ist der Kaufentschluss durch die Täuschung beeinflusst, auch wenn Sie die Täuschung nie gekannt haben. Also quasi Preis als Filter für den Kaufentschluss. Der BGH macht das so nicht. Ja, der BGH folgt dieser Vermutungskette nicht und sagt, der Preis ist richtig, oder nein, Sie vermuten, der Preis ist richtig, bei einer Täuschung ist der Preis aber falsch, also hat die Täuschung Ihren Kaufentschluss beeinflusst. Können Sie sich vorstellen, warum der BGH diese Kausalitätskette nicht mitmacht, die eigentlich recht plausibel klingt? Also nochmal, der Preis enthält alle öffentlichen Informationen. Damit enthält der Preis auch die Lüge, sagt uns die Ökonomie. Weil der Preis die Lüge enthält, haben Sie sozusagen nicht den Preis bezahlt, den die Sache wirklich wert ist, sondern einen anderen Preis. Also hat die Täuschung auch auf Ihren Kaufentschluss Auswirkungen entfaltet. Denn Sie hätten entweder weniger bezahlt oder was ganz anderes gekauft,
wenn sie gewusst hätten, dass der Preis falsch festgesetzt worden ist. Also mit illegalen Mitteln festgesetzt worden ist, nämlich durch Täuschung. Was sagen Sie dazu? Also nochmal, das deutlich sehen, ja, das ist verwirrend dargestellt. Schritt 1, Vorstand lügt. Lügt. Ja? Das hat zur Folge, Preis bleibt bei 100. Hätte der Vorstand nicht gelogen, wäre der Preis bei 50. Ja, 100 statt 50. Schritt 3, Sie kaufen. Und Sie kaufen für 100. Schritt 4, Sie wollen Schadensersatz vom Vorstand und zwar nach 826 BGB, ganz genau zu sagen. 826 heißt vorsätzliche sittenwidrige Schädigung, das heißt, der hat vorsätzlich gelogen, das heißt, wir haben eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung. Sie haben einen Schaden erlitten, denn Sie haben jetzt Aktien, die real 50 wert sind, und haben dafür 100 bezahlt. Sie haben 100 Euro weggegeben, haben dafür 50 Euro bekommen. Die einzige Frage, die man stellen muss, ist, gibt es eine Kausalbeziehung zwischen der Lüge hier und dem Kauf da? Also sind die Sachen kausal miteinander verknüpft? Und die Antwort lautet, unproblematisch ja, wenn Sie im Vertrauen auf die Lüge gekauft haben. Wenn Sie gelesen haben, der Vorstand sagt das und das, ach, stimmt, dann kaufe ich jetzt mal schnell. Das müssten Sie aber beweisen. Das können Sie normalerweise nicht beweisen, dass Sie gekauft haben nur wegen dieser Aussage. Die Amerikaner sagen, Sie können aber auf jeden Fall beweisen, dass Sie gekauft haben in der Annahme, der Preis wird schon stimmen. Der Preis basiert nicht auf Lügen, der Preis basiert auf der Wahrheit. Das heißt, Sie können beweisen, diese Kausalkette, die können Sie beweisen. Sie können nicht beweisen, diese Kausalkette. Und die Amerikaner sagen, wir können dann so weitermachen. Der Preis basiert auf dem und dadurch haben sie quasi die Kette ununterbrochen von ihrer Entscheidung bis zum Lügen des Vorstandes und damit Kausalität plus. Warum machen wir in Deutschland das nicht? Das ist doch eigentlich vernünftig, oder? Denn das Ergebnis des deutschen Richters wäre, weil keine Kausalität zwischen Schritt 3 und Schritt 1 besteht, gibt es auch keinen Schadensersatz. Denn der Schaden ist nicht entstanden aufgrund der Lüge des Vorstandes, sondern der Schaden ist allein entstanden aufgrund der freiwilligen Entscheidung, die Aktien zu kaufen. Und diese Entscheidung basiert nicht auf der Täuschung, denn er kann nicht beweisen, dass er jemals gehört hat, dass der Vorstand irgendwas gesagt hat. Ist doch eigentlich vernünftig. Keine gute Kausalkette. Aus A folgt B, aus B folgt C. An welcher Stufe haben Sie Zweifel? Ja? Also Sie sagten doch eben, der Wert von Aktien ja. Wird ganz entschieden dadurch beeinflusst, wer verkaufen will
Und wir kaufen ihn. Ja. Das heißt, wenn der Vorstand lügt, ja, kann das zu einer Art selbsterfüllenden Prophezeiung werden. Ja. Dass er den Aktienkurs selber beeinflusst. Ja. Die Schadensberechnung ist eine ganz andere Frage, das machen wir noch. Das ist relativ pragmatisch, wir würden einen Vergleichswert nehmen und sagen, wir gucken mal, wie viel wäre denn der normale Preis gewesen. Aber in der Tat haben wir ein Problem, einen hypothetischen Preis auszurechnen bei Angebot und Nachfrage. Wir müssten also eine Marktsituation nachstellen, aber es ist ja nur eine Berechnungsfrage. Das kann man ja mit hinreichenden Modellen machen. Man kann einen Markt modellieren und kann sagen, bei anderen Prämissen wäre der Markt so und so ausgegangen. Also hätten sich die Marktteilnehmer so und so verhalten, voraussichtlich. Das kann man machen, indem man halt parallele Vergleichsmärkte heranzieht und sagt, okay, da haben Leute sich so verhalten, das geht. Also wir können Märkte nachmodellieren, das ist ökonomisch kein Problem. Also es ist schon ein Problem, aber es ist zumindest ein lösbares Problem. Denken Sie mal, fangen wir mal unten an. Halten Sie, ja? Könnte man anfechten? Gegenüber wem denn? Also wer unterstellt ja, der kauft die Aktie nicht beim Vorstand. Der kauft die Aktie... Würde ein Markt so funktionieren, Sie irren sich über den Wert des Gegenstandes. Also mal rein so BGBAT-mäßig. Sagen wir mal, Sie kaufen sich eine Vase. Das ist ein ziemlich offensichtlich unbeachtliches Motiv. Der Irrtum über den Wert ist ein rechtlich völlig irrelevanter Irrtum.